Und herzlich willkommen zurück, liebe Gruselfreunde, zu einer neuen Folge von Don't Knock Twice. In der hintersten Ecke des Salons. Alle Kerzen sind aus im Flur. Und wir gehen einfach mal wieder raus, weil ich nicht weiß, was wir jetzt hier mit diesem Fleck anfangen sollen. Der ist einfach da, oder? Können wir da irgendwas mit tun? Nee, man weiß auch nicht genau, ist es Blut, Wasser, Dreck und da sind Fußspuren. Die aber hier hinführen. Da ist aber nichts. Oh. Entschuldigung, ich wollte nichts kaputt machen. Ein Fußabdruck ist da nur. Okay, sonst ist da nichts. Was ist das da hinten? Moment kurz. Achso, das ist nur das Fenster. Das sah jetzt irgendwie seltsam aus. Gut. Dann gehen wir mal wieder raus, weil hier, glaube ich, ist nichts mehr. Oh, Verzeihung, kleinen Moment. Ich habe was vergessen. Ich mache mal noch ein bisschen heller. So. Also viel geht da jetzt aber nicht mehr. Daher macht es auch nicht viel besser. Okay. Hallo? Chloe? Und ich möchte nicht um die Ecke gehen. Na, 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 na. Müssen wir jetzt hier eine Runde drehen oder so? Es ist so still. Es ist so still. Oh Gott, Hilfe. Es kann uns nur irgendwas um die Ohren fliegen. Das wisst ihr schon. Es ist so still. Es muss uns einfach irgendwas um die Ohren fliegen. Ist immer noch zu. Das ist sehr beruhigend. Und jetzt ist da irgendwo irgendwas aufgegangen. Die war es nicht. Hallo. Oh, eine Treppe, toll. Fußspuren, toll. Wo kommen die denn her? Okay, hier ist auf jeden Fall ein schönes, gemütliches Kaminfeuer. Das begrüße ich sehr. Noch eine weitere Tür und auch schon wieder so ein lebensbejahendes Bild. Wunderschön. Wunderschön. Gut. Hier ist offen. Da gehe ich gleich gucken. Ich gucke mich mal kurz hier im Raum um. Hier ist zum Beispiel was zu lesen. Bridgend Insider, 12. Oktober 2016. Weiteres Kind vermisst. Ein örtlicher Junge ist einer von mehreren in den letzten Wochen verschwunden gegangener Kinder. Man sah ihn zuletzt, als er mit seinen Freunden Klingelstreiche vollführte. Siehe Seite 19. Okay. Boah, die Zeitung, wie schwer ist denn die? Klavier. Abgeschlossen. Abgeschlossen, okay. Dunkle Ecken. Eine kleine Eule. Ups, sorry. Das glaube ich, macht es noch schlimmer. Okay, hier ist aber sonst nichts. Gut, dann haben wir die Wahl. Zwischen dieser Tür, das ist keine Tür, die hat keine Klinke. Gut, die ist einfach nur da. Daher kommen aber diese wunderschönen kleinen Fußabdrücke. Guck mal hier. Und die gehen die Treppe hoch, ne? Mhm. Gut, dann gehen wir erstmal zu der Tür hier. Moin. Was ist ein Schrank? Also, Abstellraum. Okay. Toll, dann bleibt uns ja nur der Weg nach oben. Ach, und oben war ja auch... Ja, stimmt, ich erinnere mich. Oben war ja auch unsere liebe Freundin, die ein bisschen sauer auf uns zu sein scheint. Und wir haben kein Spiegelbild, wollte ich nur mal so feststellen. Oh, schön. Oh Gott. Oh. Moin! Es klopft schon wieder. Am Fenster.
Erstmal hier gucken. Was? Methadon? Lesen? Achso. Frau J. Webb Thomas, Verschreibung Methadon. Die Tablette in mindestens 300 Milliliter Wasser, Orangensaft oder anderen alkoholfreien Zitrusgetränken auflösen. Lassen Sie die Tablette sich komplett in der Flüssigkeit verteilen und dann sofort austrinken. Okay. Ich werde es mir merken. So. Ach, wer klopft denn da? Oh Gott, die klopft echt von außen ans Fenster im Oberstock. Dann gehen wir doch mal gucken. Hey, wer klopft denn da? 3, 2, 1. Ja, den kannten wir ja schon. Gut. Hier ist immer noch zu. Dann gehen wir mal den Gang entlang. Auch zu. Oh, diese Ecken. Oh, ich hasse solche Ecken. Abgeschlossen. Mhm. Boah, ist das still. Mach mal an. So. Kind vermisst. Ein 9-jähriger Junge. Höhe 1,50 Meter. Haarfarbe braun. Vermisst seit Montag, der 10. Oktober 2016. Er trug einen dunkelroten Pullover über weißem T-Shirt, blaue Jeans mit weißen Turnschuhen. Bei jeglichem Hinweis bitte folgende Nummer anrufen. Mhm. Und warum hat er jetzt die Musik eingesetzt? Hey, Bild. Oh Gott, jetzt ernsthaft. Wer würde sich sowas hinhängen, Mensch? Ein langer Flur. Hier steht eine Tür offen. Hey. Ein Schlafzimmer. Okay. Alles ist gut. Alles ist cool. Da ist was zu lesen. Tagebuch von Chloe, 31. Oktober 2016. Ich hatte einen Traum, nachdem ich letzte Nacht mit dem ganzen rituellen Zeug herumgespielt habe, das ich gefunden habe. Es war weniger ein Traum, mehr das Durchleben einer Erinnerung. Diese schreckliche Tür tauchte vor mir auf. Sie hatte diesen Ziegenkopf, der mir Angst machte. Die verlorenen Kinder, genau die aus den Nachrichten, standen da vor der Tür und ich schrie: Klopft nicht an die Tür! Zwei laute Klopfe und ich erwachte in kaltem Schweiß. Ich weiß, es ist nur ein Traum und Baba Yaga ist Schwachsinn, aber es wirkte surreal. Ja, es geht um eine Hexe, glaube ich, habe ich gelesen. Was ist das hier? Ich war drogensüchtig und ich hasse diesen Ausdruck, aber es ist wahr. Als es sehr schlimm war, dachte ich, dass es dir mit jemand anderem besser gehen würde. Ich wollte dich früher zurückholen, aber es wurde mir verboten. Sie sagten, ich sei nicht bereit, aber jetzt bin ich es. Chloe, ich liebe dich. Wieder, kann ich das lesen? Chloe, es tut mir leid, was? Dass ich dir nicht helfen konnte, ich hoffe. Was? Das kleine was? Intro? Info? Die kleine Info, die ich dir geschickt habe, kann dir helfen. Aha. Jess und Chloe. Und hinten drauf stand was. Ne, kann ich das irgendwie drehen? Stand da nicht? Gib das her. Zielen, werfen. Lesen, ne. Ich glaube nicht, oder? Was steht wahrscheinlich hinten drauf? Jess und Chloe. Okay.
Dann gut. Oh, ich dachte, wäre ein Schrank. Hey, Tür. Na. Ach, es ist ein Schrank. Was ist das denn? Das ist jetzt ungünstig. Was zum Teufel ist hier los? Ist da noch jemand? Ich weiß nicht, aber es hat mir gerade ins Ohr gehät. Was bist du denn? Na, oh. Was? Errungenschaft freigeschaltet. Muttermord? Es war doch nur eine... ein Püppchen. Gut, ich stehe jetzt hier im Schrank und traue mich hier nicht raus. Okay, immerhin ist die Tür wieder offen. Das ist wahrlich beruhigend. Gut, wir haben hier, glaube ich, alles gesehen, ne? Dann gehen wir mal weiter. Huch. What the f... Was ist das denn? Muss ich gehen? Was war das denn? Wird man hier eigentlich verfolgt? Ich weiß es nicht. Warum lese ich mir das nicht durch? Mir fliegt das Hirn weg und das Herz und alles, was dazugehört. Oh, schön. Was ist denn das für ein Kind? Was? Sie ist mein. Ja, kannst du ja haben. Ist eh doof zu mir. Oh, ich traue mich nicht umzudrehen. Oh, okay, hier ist auch irgendwas durchgekommen. Was das hier für ein Fleck ist, weiß ich nicht. Und will ich auch gar nicht wissen. Jetzt ist das hier auch weg. Das ist schön. Okay. Boah, Hilfe. Ups. Tagebuch von Jess, 16. Oktober 2016. Wenn nur Ben hier wäre. Ohne ihn ist alles anders. Er war meine Stütze bei allem und so hilfreich beim Sorgerechtsstreit um Chloe. Ah, okay. Er hatte recht, als er meinte, dass wir die Vergangenheit nicht ändern können und es ist nur wichtig, dass ich jetzt das Richtige tue. Das Schlimmste daran, Mutter zu sein, sind nicht die Nächte ohne Schlaf, es ist die Liebe, die man empfindet und keiner bereitet einen darauf vor. Ich liebte Chloe seit der Geburt, selbst wenn ich unter Drogen war. Als ich sie weggegeben habe, als ich Welten von ihr entfernt war und ich liebe sie jetzt. Sie gehört mir und ich werde es nicht zulassen, dass sie mir jemand wieder wegnimmt. Gut. Sind wir Jess oder sind wir ein junger Mann? Das weiß man nicht. Das weiß auch er nicht. Na toll, das wird ja immer besser. Oh, Hilfe. Seid mal ehrlich, würdet ihr da rangehen? Ach, schön. La, 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 la. Mhm. Was ist denn hier? Was wird denn hier gefeiert? Das ist nicht gut, wenn wir in den Kreis gehen, ne? Irgendwas sagt mir, dass das nicht gut ist. Hier sind Zeichnungen. Ich gehe mal um den Kreis herum. Erstmal. Gucken wir uns erstmal hier ein bisschen um. Eine zur Tür. Natürlich. Oh Gott, was ist das denn hier? Ach du liebe Zeit. Das ist diese Kapelle, von der die Rede war, ne? Leider ist hier sonst aber gar nichts. Ah,
Ach du liebe Zeit. Ich glaube, wir müssen erst in den Oh, Hilfe. So, Leute, macht euch drauf gefasst, dass jetzt irgendwas Furchtbares passiert. Vorderseite, Jessica Webb Thomas, Saphir-Preisträger 2016. Rückseite, Wasser aus der Quelle, um die unschuldigen, verschlungenen Seelen zu reinigen. Oh, diese Staubflocke gerade. Ich erschrecke mich sogar vor dem Staub. Es ist einfach nicht normal. Gut, dann haben wir das gesehen. Die Quelle, um die Seele zu reinigen. Das ist ja großartig. Und jetzt springt mich so eine Figur hier an, ne? Hey. Oh Gott. Hey, unter dem Tuch. Was ist das denn da? Kann ich das nehmen? Hm? Ja, nicht wirklich. Okay. Was? Oh, wow. Das hat so ein Geräusch gemacht. Ich dachte, uns fliegt jetzt die Hütte um die Ohren. Ja, hallo. Tagebuch von Jess, 11. Oktober 2016. Die letzten Tage waren so anstrengend. Chloe hasst mich, aber ich gebe ihr keine Schuld. Ich versuche es wieder gut zu machen und ihr zu zeigen, dass ich nicht mehr die Person bin, die für so viele Jahre unfähig war, auf sie aufzupassen. Sie von mir nehmen zu lassen, war die schwierigste Entscheidung meines Lebens, aber es war die richtige. Ich brauchte Selbsthilfe. Manchmal, selbst jetzt, sehne ich mich beim Einschlafen nach einem Schuss. Gott sei Dank habe ich meine Arbeit, die mich ablenkt. Gestern verbrachte ich die ganze Nacht an meiner neuen Skulptur. Ich bin mit dem Entwurf immer noch nicht ganz zufrieden, aber es kommt der Sache näher. Ich wünschte nur, ich könnte dasselbe über meine Beziehung mit Chloe sagen. Boah, wie man immer Angst hat, sich umzudrehen. So, hier ist, was ist hier? Folterbrunnen? Kann man das drehen? Oh ja, tatsächlich. Oh, ist abgebrochen. Nimm das. Was habe ich denn? War das Wasser für die verlorenen Seelen? Kann ich das, die Kurbel hier mitnehmen? Nein. Gut, dann brauchen wir die wohl nicht mehr. Oh Gott, was habe ich denn gemacht? Oh Gott. Boah. Ich merke schon, heute ist ein guter Tag für Horrorspiele. Was war das? Oh, das Baby ist weg übrigens. Das Baby ist weg. Schön. Oh, okay. Jetzt schwebt hier der Kelch. Wir müssen anscheinend dieses Ritual hier vervollständigen. Das könnte dann Feuer sein. Luft. Feuer, Wasser, Luft. Weiß ich nicht. Erde und Auge. Keine Ahnung. Wir werden es rausfinden. Auf jeden Fall, das Wasser haben wir schon mal. Siehst du? Da geht's noch nach oben. Ging's da gerade auch schon nach oben? Habe ich das noch nicht gesehen? Müssen wir sogar dahin? Boah, ist das mit der Kerze? Warum? Das ist ja nun wirklich null Licht. Zu.
Und hier ist gar nichts. Okay, da müssen wir runter. Gut, dann müssen wir durch die Tür wieder. Sind wir hier fertig? War. Oh Gott! Warum machst du das mit mir? Ich hoffe, du stirbst. Mir, ja, das hoffe ich nicht. Chloe, da bin ich nicht deiner Meinung. Oh. Was war das denn? Oh mein Himmel, das war irgendein Baby. Oh Gott, ich gehe da nicht mehr raus. Ich wollte mir gerade die Pizzakartons da angucken. Da lacht mich so ein Baby an. Und wir wissen alle, Babys sind die Hölle. Babys. Babys sind die Hölle. So. Ich bleibe jetzt hier stehen und rühre mich nicht vom Fleck. Und ich sage, bis hoffentlich zur nächsten Folge von Don't Knock Twice. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ich sage, bis bald im alten Eulenwald. Passt gut auf euch auf, bleibt kuschelig und gehabt euch wohl.